Eine durstige Biene. Ja, vermutlich eine Honigbiene. Ja, es sieht fast so aus. Ja, aus einer Zucht, weil sie trinkt hier ganz anständig aus einem Becher. Es war doch ein schönes Bild. Ja. Und das ist der himmelblaue Blattkäfer. Auf Wanderschaft. Ja. Man trifft ihn so zwischen Mai und August. Hauptsächlich in Wassernähe, an Waldrändern. Ja. Und auf minzartigen Pflanzen. Ja, er hat gerne Minze. Ja, ich auch. Ja, das ist etwas Feines. Ja, ich habe auch gerne Minze. Vielleicht bin ich ein Abkömmling. Lassen wir das. Farblich sind sie ganz unterschiedlich, aber immer metallisch. Also von blau-schwarz, blau-violett, blau-grün, kupferfarbig. Ja, ja, ja. Ja, kupfergrün und aber immer so metallisch glänzend. Ja, und vor allem die, die Beine sind auch so metallisch glänzend. Ja. Und es ist wieder Paarungszeit. Und wir sehen, beide ähneln sich, also vielleicht ist das Weibchen etwas grösser. Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, aber es sieht fast so aus. Wahrscheinlich, weil die Angaben der Größe ist 6,5 bis 9 mm. Ja, dann ist das Weibchen vielleicht eher 9 und das Männchen ja. Vielleicht 7. Aber sie haben es nicht eilig. Ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Und sie hat schmutzige Füße. Denkst du? Ja, schau. Schau, wie schmutzig die sind. Ich habe immer den Eindruck, das sieht aus wie Finken. Wie schön gepolstert. Nein, nein. Sie, ja gut, sie ist vielleicht hier zu Hause. Ja, er hat auch Saugfüße. Ja, ja. So, und eine ganz kleine, mutige Spinne. Ja, die Baumkrabbenspinne. Das ist das Männchen. Ich denke, ja. Ja, es hat einen kleinen Hinterleib. Ja, ja, ist ziemlich klein. Und es schaut ziemlich böse, oder? Oh, es geht. Aber sie ist noch speziell, diese von den Farben. Ja. So kann man auch etwas bestimmen. Nein, sie schaut nachdenklich. Denkst du? Ja. Aber sie hat große Boxhandschuhe. Ja. Ja, wir wollten sie überreden, etwas zu schauspielern. Wir haben da das große Motivationsprogramm gestartet. Und sie nicht faul, sie beißt einfach in das Blatt. Aber sonst war sie nicht beeindruckt von unserem Motivationsversuch. Sie hat wirklich nichts gemacht. Nein. Das ist die Dame. Genau. Etwas größer. Und die Farbe ist ganz anders. Ja, der Hinterteil ist auch anders. He? Ja. Thank you.
Also in dieser Position wird sie wahrscheinlich nichts fangen, nehme ich an. Ja, ich glaube, sie hat einen Rettungsfaden gesponnen. Jetzt knabbert sie an ihren Beinen. Wir wollten ja schauen, ob sie auch Brusthaare hat, weil sie hat Haare auf dem Kopf. Aber das hatte sie nicht, oder? Hier eine Wanzenkolonie. Genau, die Kinderstube. Ja, verschiedene Larvenstadien, das war noch interessant zu sehen. Oben eine jüngere, dann eine mittlere und eine schon fast erwachsene. Und das sind die Larven von der Streifenwanze. Wir sehen auch sehr schön die Größenunterschiede von der kleinen Larve da, aus einem der ersten Stadien bis dann zur fast Erwachsenen. Ja, ich denke, die rechts, die ist vor dem letzten Stadium. Ja. Streifenwanzen sind eigentlich nicht sozial. Sie sind hier so auf dieser Pflanze versammelt, weil das ist ihre Futterpflanze. Ja. Und sie legen dort auch ihre Eier ab. Und die Eier werden fast alle gleichzeitig reif. Und dann schlüpfen sie und dann sind sie wieder auf ihrer Futterpflanze. Und es sieht so aus, als wäre es eine Kolonie, ein soziales Gefüge, aber das ist es nicht. Nein, sie sind sonst Einzelgänger. Ja, es ist einfach eine Fressgemeinschaft. Hier ein Larvenstadium, ein mittleres. Hä? Ja, irgendwo in der Mitte. Vielleicht drittes oder viertes. Wir denken, sie versucht hier nicht hineinzustechen, sondern sie saugt. Also vielleicht so eine Nassaufwischaktion. Das kann sein, ja. Vielleicht war es auch noch feucht. Ja. Und hier, schon kurz vor dem Erwachsensein, hat sie einen Saugrüssel, den sie verbiegt. Aber sie versucht doch einen Samen zu stechen. Farblich noch hübsch. Ja. Ja, da sind wir vielleicht eine Viertelstunde zu spät angekommen. Ja. Und haben sie zu spät entdeckt. Das ist die letzte Häutung. Die letzte Häutung, genau. Sie ist gerade geschlüpft. Und jetzt versucht sie da ihren alten Panzer loszuwerden. Also sie ist noch ganz blass. Und ich denke, das ist auch anstrengend, diese Häutung. Ja. Aber sie will unbedingt diese alte Haut loswerden. Ja, warum? Das ist die alte Mode, oder? Das kann sein. Weg damit. Ja, die Damen tragen einfach nicht gerne alte Kleider. Ja. Also. Aber sie hat sich immer wieder ausgeruht dazwischen. Ja. Und schau mal, das Bein so ja. Sexy angelegt. Ganz elegant. Ja. Aber der alte Panzer hat ihr überhaupt keine Ruhe gelassen. Nein, der musste einfach weg. Das ist vielleicht 10 Minuten später und jetzt sieht man schon recht deutlich die Streifen. He? Ja, die Farben wurden schon etwas dunkler. Ja, also sie härtet langsam aus. Ja. Wir hatten trotzdem Glück, dass wir sie so gefunden haben. Ja. Ja gut, sie hat natürlich in der Sonne geleuchtet, oder? Ja, und sie sind auch relativ groß, 8 bis 12 mm. Ja.
Man kann sie fast nicht übersehen. Ist sie hässig? Ich habe keine Ahnung. Aber dann muss sie wieder ausruhen. Schade, wir hätten sie eigentlich noch gerne etwas länger beobachtet, weil die Färbung hinten, man sieht die roten Streifen und die weißen, aber eigentlich sollten diese ja schwarz werden. Ja. Ja, aber ich denke, sie ist weggeflogen, oder? Nein, nicht geflogen, aber sie hat sich dann irgendwie versteckt, ja, glaube ich. Ja, so etwas, ja. Konnten sie nicht mehr motivieren. Ein sehr schönes Bild. Ja. Und so sieht sie erwachsen aus. Also die sind jetzt die Weißen rot geworden und die Roten schwarz. Und den Streifen, oder ist es umgekehrt? Das weiß ich nicht. Das wäre noch spannend gewesen, das zu sehen. Ja, aber es ist schon fantastisch, wie die Natur diese Farbvarianten, wie das passiert. Ja. Und hier wieder auf der Futterpflanze. Ja, das war eine ganze Sebschaft. Ja, ja, dort. Wie sehen Sie oft diese Streifenwanzen? Ja, sie sind natürlich auch gut erkennbar. Oder? Ja, ja. Man muss sie nicht suchen, man sieht sie einfach. Genau, ja. So, das war's. Bis später. Bis dann.